Bei der BEC arbeitet ja niemand für sich alleine, sondern unsere Erfolge sind gemeinsame Erfolge. Von daher war uns besonders wichtig, dass wir an diesem Wochenende zusammen mit unseren Azubis das Teambuilding in den Vordergrund stellen konnten. Es war wunderschön zu beobachten, wie unsere jungen Azubis sich gemeinsam Erfolge erarbeitet haben und dabei zusammengewachsen sind. Das war ganz, ganz toll. Also wir haben ein Spiel gespielt, das heißt der Eiskanal. In diesem Spiel haben wir 6 Eisschollen und 10 Leute. Und diese 10 Leute müssen von A nach B rüberkommen und benutzen eben diese Eisschollen. Das war halt am Anfang ziemlich schwierig, aber man hat es dann doch trotzdem ziemlich schnell hinbekommen. Und was wir daraus gelernt haben, ist eben, dass wir miteinander kommunizieren müssen, uns auch gegenseitig vertrauen müssen, aufeinander schauen müssen und auch ein bisschen Spaß daran haben. Wir haben unter anderem das Spiel Dartball gespielt. Das ist ein Spiel, wo eine Stange aufgestellt ist, auf der ein Baseball liegt. Und drumherum ist so ein Ring und an dem sind verschiedene Fäden. Und wir mussten uns als Team im Kreis aufstellen. Was man dabei gelernt hat, ist eben einfach, dass man sich als Team aufeinander verlassen können muss, dass die Anweisungen befolgt werden und vor allem, dass man eben Ruhe bewahrt. Und so haben wir das dann auch ohne Fehler geschafft. Also ich muss sagen, dass das echt ein cooles Wochenende war, weil man wirklich sehr viel Hilfreiches auch für den Arbeitsalltag gelernt hat. Und das ist wirklich cool von der BEC, dass er so in uns Azubis investiert. Gestern und heute haben wir mit viel Leidenschaft viele Aufgaben lösen können, wo auch unsere Azubis mit viel Vertrauen und Teamwork genau die einwandfrei lösen konnten. Es ist wichtig, dass man weiß, welche Vorstellungen die Azubis haben, was sie von uns erwarten. Und genau ab diesem Wochenende konnte ich das für mich selber erkennen.